Hallo, begrüße zu meinem Wochenrück- und Ausblick Nummer 35. Das Video wird am 26. August veröffentlicht. Wir schauen uns einige Aktien an, die einerseits von mir vorgeschlagen worden sind, andererseits Aktien, die jetzt schon recht heftig korrigiert haben. Unter anderem eine Aktie, die auch Katie Wood jetzt kauft oder Positionen, sagen wir mal so, aufbaut. Als erstes fangen wir allerdings mit den Fair and Greed Index an. Haben wir uns schon längere Zeit jetzt nicht mehr angeschaut. Wer sich noch erinnern kann an die alten Videos oder älteren Videos vor 3-4 Wochen, wo wir das immer wieder angeschaut haben, wo wir hier darüber gesprochen haben, über dieses Hoch da hier herüben. Dreimal dorthin klaffen und ich gehe jetzt davon aus, dass es da wirklich eine Korrektur nach unten gibt und wir fallen eigentlich sehr, sehr, sehr rasch da nach unten. Fast schon zu rasch, man könnte da jetzt so eine Art Querlinie raufziehen, da wäre noch ein bisschen ein Platz nach unten. Ja, der Standard & Poor ist auch tatsächlich jetzt gröber unter Druck geraten. Also da wäre, wie gesagt, noch ein bisschen Platz übrig. Nächste Woche vielleicht auch gleich der Hinweis, was gibt es da ganz speziell dann auch am Freitag, den 1. September, beginnend eben Thema Stundenlöhner, Beschäftigung, also 14.30 Uhr Murz-Action und um 16 Uhr auch noch der Einkaufsmanager-Index, zuvor dann nachher vom verarbeiteten Gewerbe und dann nachher hier noch einmal. Also am Freitag ist eine Menge los, um es gleich einmal so vorweg euch zu sagen. Okay, gut, jetzt gehen wir wirklich zu den einzelnen Indizes, Märkte und so weiter. Da starten wir als erstes einmal mit der Nasdaq. Ja, was sehen wir da? Einerseits einmal da die vergangene Woche, die ja begonnen hat mit dem 21., also mit einer Rallye da nach oben. Das ist allerdings der 4-Stunden-Chart, machen wir einen Tageschart, dann sehen wir das da hier sogar ein bisschen besser. Also wir haben am Montag, den 21. mit einem starken Lauf nach oben begonnen. Ich habe da von einer Korrektur gesprochen und. Letzten Samstag. Und wir sind auch da einige Long-Positionen eingegangen, bis da nach oben hin. Ein bisschen getradet wurde hier. Also wir haben in Summe gesehen, wer bei mir im Premium-Dienst drinnen ist, der da reingegangen ist und bis da oben zu diese 15.400 gehalten hat. 15.440 wäre da eigentlich so das Idealpunkt gewesen. Sprich da dieses Hoch da, wenn wir da irgendwo dahin laufen, ja, ist sie nicht ganz ausgegangen. Also in Summe gesehen hat diese Bewegung nach oben, wer da jetzt nur stur gehalten hat, um die 700 Punkte etwa gebracht. Durch Traden raufgehen, rausgehen, sogar Short-Position da reinzugehen, wieder raufgehen auf die Long-Seite und dann auch sogar heute bzw. gestern noch mal Short hinein und dann auch heute auch wieder Short. Haben wir gerade im 4-Stunden-Chart gesehen, Murz eine Action. Na, schauen wir das im 1-Stunden-Chart noch einmal an, dann sehen wir das sogar noch viel besser. Hier herum, da gestaffelt sind wir auf die Short-Seite gegangen. Da habe ich auch ein kurzes Video für meine Premium-Dienstbezieher extra für heute erstellt, wo ich davon ausgegangen bin, ja, das geht da 200 Punkte da locker nach unten, unter das Tief von gestern und dann noch so eigentlich verkaufen. Also insgesamt müsste man da 5 Positionen eingegangen sein, die ich da so gestaffelt. Natürlich relativ kleine Positionen, Stop-Loss ist da hier heroben irgendwo gewesen, 15.090. Und das gleich auch einmal zu verraten, wie ich da vorgehe. Also es gibt tatsächlich Marken, die man ablesen kann, wo ich es empfohlen habe reinzugehen. Und auch einen übergeordneten Stop-Loss sollte ich komplett daneben liegen mit meiner Überlegung und dann auch die Zielangabe da nach unten hin. Ja. Jedenfalls Murzschwankungen und das sehen wir da am Montag heute eben so begonnen, nach oben, dann haben wir alles eigentlich abgegeben bis gestern
Und dann nachher heute den ersten Move da wiederum nach oben zu machen, wiederum alles komplett abzugeben und jetzt wieder nach oben. Also wer da stur gehalten hat, hier da besonders ganz interessant hat den Donnerstag, das schauen wir uns auch jetzt gleich als nächstes an. Die Nvidia-Aktie, die ja danach am Donnerstag nachbörslich extrem nach unten gegangen, nach oben gegangen ist. Ich persönlich habe da ein Riesenglück gehabt, insofern ein Riesenglück, da ich ganz einfach im außerbörslichen Handel über Interactive Broker ja so ziemlich genau am Hoch eine Short-Position eingegangen bin, die ich jetzt schon gemütlich ganz einfach immer nachziehe. Das kann man auch verfolgen, wer da meinen Artikel aufruft. Auf ja, ögat.com, aha, da kann man leider die Uhr jetzt nicht sehen, ögat.com, also .com dazu, und dann auch hier darüber in meinen Börsenblog hineingehen, da wird halt auch immer wieder abgedatet, unter anderem dort der erste Short, den ich da eingegangen bin, wenn man da jetzt gleich runter scrollen, das war da hier dann nachher die Marke. Ja, am Freitag, den 11., sind wir da relativ tief runtergefallen, dass der Stop-Loss dann nachher nachgezogen worden. Das ist jetzt da diese Bewegung gewesen, wo wir da hier heroben waren bei diese 480, die hier da angekündigt worden sind, dann mit diesen hochlaufen. Leider kann ich das nicht vergrößern, was nicht, da hat sich irgendwas. Jedenfalls, danach wurde da das Stop-Loss nachgezogen, weil da sind wir relativ tief runtergeplumpst unter diese Ding hinein und am Folgetag sind wir da ausgestoppt worden. Oder bin ich ausgestoppt worden. Jetzt, da wie gesagt, bin ich wiederum neu hinein, habe den Stop-Loss da hier rum bei 5,10. Habe das leider jetzt da ein bisschen übersehen, den Stop-Loss da weiter nachzuziehen, weil wir sind ja jetzt schon bei 460, oder da können wir eigentlich ja jetzt wieder darum zurückgehen, also 459, um genau zu sein. Da hätte ich jetzt gern schon den Stop-Loss da hier oben da irgendwo bei 480 hingesetzt. Ja, dann sind halt da schon einmal $40 mal fix pro Aktie, die dann nachher, immerhin sind das da schon 8-9% in etwa, die dann nachher schon einmal fix sind, die dann nicht mehr vom Teller genommen werden können. Es sei denn, wir haben einen Riesengap nach oben, was auch natürlich alles möglich ist. Aber wie gesagt, ich bin da auf der Short-Seite unterwegs und erwarte eigentlich, ja, tiefere Kurse, das kann ruhigers früher oder später tatsächlich da hier nach unten gehen. Wie weit das mit da jetzt herunterträgt, ist ein anderes Thema. Okay, so viel jetzt zu dieser Aktie. Dann noch Microsoft. Da sehen wir diese irre Schwankungsbewegung auch in diesem Artikel, den ich gerade vorne in einem dieser Artikel habe ich da über das Thema Apple gesprochen. Microsoft ist ja da eben auf der rechten Seite, ist eigentlich ein ähnlicher Verlauf. Auch hier da die Bewegung hin und her. Man weiß im Grunde genommen nicht, wo will man hin. Ich nehme fast, es wird tiefer gehen. Also noch einmal zurück zur Nasdaq. Fallen wir da unter diese Lows, ist durchaus möglich, dass wir da viel, viel tiefer nach unten gehen. Nun kommen wir zum Dow Jones. Dow Jones, da habe ich mich ja eh schon vor 1, 2, 3, 4 Wochen festgelegt mit dieser Grafik da drinnen. Stimmt das überhaupt? Ja, im Juli, da schaut es, wie lang dass das schon zurück ist. Im Juli habe ich da das da gezeichnet. Die älteren Videos durchschauen, dann seht ihr es eh alles. Jedenfalls diese Bewegung, ja, das hat sogar fast genau gepasst, sollte jetzt da drunter fallen und danach geht das Ding noch viel tiefer. Und das passt auch so schön zum Standard Poor's, zum Index, haben wir das auch so, ja, haben wir da drinnen der Future, ja, im Grunde genommen eh das Gleiche. Also der geht auch noch unten und damit schließt sich der Kreis zum Fair Greed Index, wo ich gesagt habe, ja, da ist eigentlich noch eine Plumpsaltiefe zu erwarten, da haben wir auch eine Kurslücke noch drinnen, also wenn der Future da drunter fällt, könnte da nachher eine Gegenbewegung anstehen. Dann kommen wir zu 3M. Die Aktie kommt überhaupt nicht in die Gänge.
ja, da hat es jetzt eine Dividende gegeben, okay, gut. Also wer da wirklich da schon vorher reingegangen ist, meine Kaufempfehlung ist ja unten gewesen, muss ich sagen, ist noch immer noch ein schönes Stückchen im Plus. Also wer da wirklich doch reingegangen ist, ich sage und schreibe noch immer noch 6% im Plus. Ich habe auch jetzt da eine Order im Wikifolio reingegeben, wo ich mich gerade ein bisschen drüber ärgere, weil ich gerade jetzt durchgeschaut habe, um ein paar Cent ist das Ding nicht ausgegangen. Es ist immer das Gleiche. Ich stelle das so schön auf Euro-Dollar hier um und gebe dann nachher 2 Cent, 10 Cent oder was auch immer, gebe ich noch extra noch dazu, dass ich beim europäischen Broker tatsächlich diesen Kurs dann nachher bekomme. Und auch prompt ist sich das leider nicht ausgegangen, weil ich habe hier eine Erstposition drin und da hat es auch schon ein bisschen Dividende gegeben, bin da 5-6% im Plus. Aber da hätte jetzt der gern, ich habe da noch eine zweite drinnen gehabt, aber die ist ja da oben schon wieder rausgefallen, beziehungsweise rausgenommen worden, weil den Anstieg, den habe ich mir nicht entgehen lassen, immer war das 16%. Jetzt will ich da wieder den ganzen Matschka zurückkaufen und dann sollte es wiederum nach oben gehen. Leider ist das nicht ausgeführt worden. Ja, okay, gut, soweit jetzt zu dieser Aktie, dann kommen wir gleich zum DAX. DAX, ja, der ist da in dieser Bewegung. Eigentlich hätte ich gehofft, wir gehen da noch ein Stückchen höher, aber das schaut nicht gut aus. Fallen wir unter diese Linie, dann geht es wiederum rasch eine Etage tiefer. Öl ist in einer Gegenbewegung, das darf aber da jetzt nicht drüber gehen, weil dann passt die Shortseite nicht mehr ganz so, wie man das da eigentlich da vorstelle, dass wir da früher oder später da noch viel tiefer runterfallen. Gut, dann kommt bei der Zwischenkorrektur. Gold. Ja, das ist jetzt ausgebrochen, aber da oben scheitert es auch. Also es könnte entweder jetzt wieder nach unten gehen und dann nachher nach oben, schwankungsintensiv. Ja. Bitcoin, der kommt auch nicht in die Gänge. Da hat es eine Kauforder meinerseits gegeben. Die Position, die eine ist im Plus, die andere ist im Minus. Ja, Summe gesehen ist das Paket halt zwar noch immer noch im Plus, persönlicher Kauf. Aber da kommen wir nicht in die Gänge nach oben. Ja. Warten wir zu. Jetzt, da kommen wir dann nachher noch zu vier Aktien. Die erste ist diese, die Palantir. 240% wurden da tatsächlich realisiert. Das alte Video vom letzten Jahr im Dezember, wo ich da, na gar nichts, das war noch der November, wo ich im Dezember noch einmal hingewiesen habe. Jetzt ist es soweit und jetzt starten wir da durch. Hat ja wunderbar gepasst. Jetzt sehe ich da irgendwie so eine Seitwärtsbewegung. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da jetzt da doch noch so eine Bewegung nach oben hin stattfindet und dann noch eher das nach unten geht. Also da ein kleiner Umweg ist da durchaus drinnen. So in etwa kann ich mir das gut vorstellen. Dann kommen wir zu dieser Aktie, Eckert & Ziegel. Die ist ja eigentlich schon letzte Woche besprochen worden am Dienstag, Mittwoch oder was, habe ich da einzelne Videos gemacht, Wunschauswertungen. Ja, da kommen wir jetzt da wirklich schon sehr, sehr, sehr nahe hin. Ja, nahe ist gut, also es fällt noch ein bisschen dann nach unten. Aber das ist eigentlich nur jetzt eine Erinnerung, da will ich auch eine Position reingehen. Also da erwarte ich mir da, dass wir da hinplumpsen und dann kommt eine Gegenreaktion. Und dann kann man da ein bisschen halt eben das ganze Ding da reiten, sollte so eine kleine 18%, 20% Bewegung drinnen sein. Und dann reduzieren wir da gleich wiederum einen Teil. Also ich glaube nicht, dass da die große Bewegung nach oben stattfindet. Okay, gut, soweit diese Aktie. Dann auch diese Aktie, VW, da haben wir die beiden los auserkoren. Ja, ganz ist sich das noch nicht ausgegangen. Also das könnte jetzt dann wirklich am Montag soweit sein und dann sollte da Position gekauft werden. Gibt auch eine schöne Dividende, allerdings nur einmal im Jahr. Also das ist für mich dann auch fast schon uninteressant, aber trotzdem, zumindest ist es eine schöne Gegenbewegung. Bis daher ist da durchaus drinnen, also sowas in die Richtung, bis daher erwartet man schon 7, 8% oder sogar 10% bis dann nach oben. Ja. Und jetzt, da kommen wir zur Aktie von Katie Wood. Woods, oder was ich, wenn man die Dame ausspricht, egal. Jedenfalls, die Aktie wurde auch von mir empfohlen, heuer sogar.
Im Mai habe ich da gesprochen, dass man da herunten, wenn man da noch einmal hinläuft, dann nachher ist da die 12-Dollar-Marke, die auch sogar minimal unterschritten worden ist. Minimal unterschritten worden. Ich habe die auch über Interactive Broker. Den Link ist unter dem Video. Also wer wirklich diesen Broker verwenden will, speziell für US-Aktien, soll unbedingt meinen Affiliate-Link verwenden. Warum? Natürlich, ich bekomme auch eine Provision dafür, aber in erster Linie bekommt ihr von Interactive Broker Aktien. Und zwar je nachdem, wie viel ihr auf das Konto hinauflegt, bekommt ihr ja bis zu 1000 Dollar an Aktien. Und ja, geschenkt, warum auch nicht? Also zahlt sich das auch für euch natürlich aus und für ich bekomme auch noch ein bisschen etwas. Und ja, warum nicht? Also Link ist unter dem Video. Katie Wood geht davon aus, dass da hier da irgendwo der Boden zu finden ist. Wer meine Auswertung kennt zu dieser Aktie, die wurde auch schon von mir mehrmals besprochen. Auch dort ist Thema mit dem Ziel da nach oben. Habe ich auch auf Aktientipp drüber gesprochen, dass ich da oben die Position verkaufe. Bei mir in meiner Discord-Gruppe wurde auch gesagt, ich gehe jetzt da raus. Wer das überlesen hat, hat das sage und schreibe 1, 2, 3, 4, 4 Tage sogar noch Zeit gehabt, dem zu folgen oder auch nicht. Es entscheidet ja jeder sowieso selbst, also keine Handelsempfehlungen. Steht ja oben dem Video auch da hier oben. Ist meine persönliche Meinung und die Meinung war eigentlich nicht so schlecht, weil das Ding ist dann nachher auch der 50% bis jetzt dann nach unten gefallen. Ich gehe jetzt da von einer satten Gegenbewegung aus, also es ist schon ganz dezent eingezeichnet. Die 50%, die können durchaus dann nach oben starten. Okay, gut. Danke fürs Anschauen. Wie der Daumen nach oben ist klar. 18 Minuten das Video. Super wäre halt dann natürlich auch, wenn ihr das Video weiterempfehlen würdet in den Sozialdiensten irgendwo. Nehmt ganz einfach das Video Passage raus, drückt dann nachher hier starten, also diesen Link von diesem Video und verlinkt das ganz einfach irgendwo. Okay, tschüss!